Hallo und herzlich willkommen hier auf The Big Greek, eurem Kanal zur gepflegten Vermittlung königlichen Wissens. Ich mache weiter mit meiner Berichterstattung vom World Chess Armageddon Series in Berlin. Zweiter Tag, Paarungen, Richard Rapport gegen Jorn van Foreest, aber wir schauen uns an die Beteiligung mit einem deutschen Großmeister, Maxime Schiller-Graf gegen Matthias Blühbaum. Natürlich eine sehr, sehr hohe Hürde für Matthias Blühbaum. Er hatte sich über die Qualifikationsphase qualifiziert im Vorfeld für das Europaturnier. 8 Spieler sind ja am Start. Gestern hatte ich euch gezeigt, Kaimer gegen Donchenko in der Partie. Maxime Schiller-Graf, einer der besten Blitzspieler der Welt, war schon mal Weltmeister 2021, aktuell die Nummer 15 in der Blitz-Weltrangliste. Blühbaum ist aber auch ein sehr starker Blitzspieler, Nummer 63 der Welt. Vorher habe ich noch einen Hinweis für euch. Ich streame heute Mittwoch, 14. Juni ab 18 Uhr auf chess.com. Ich sollte immer wieder mal darauf hinweisen, dass ich auch streame. Viele wissen das gar nicht oder schauen nicht zu. 18 Uhr kommt auf meinem Twitch-Kanal. Ich spiele 2 Stunden Arena Kings auf chess.com. Würde mich freuen. So, jetzt aber zu dieser Partie hier. Was Schiller-Graf hat weiß, es ist eine Blitzpartie 3 plus 2. Das ist World Chess Armageddon beim Stand von 1 zu 1. In den Minimatches gibt es dann eine Armageddon-Partie. E4, E6, Französisch, D4, D5, keine Überraschung, Blühbaum spielt sehr, sehr viel Französisch, ED5, ED5, Abtauschvariante, kann man bringen, wieso nicht, Springer F3, Springer C6, hier gibt es viele Züge, die Schwarz spielen kann, ich habe eine Zeit lang mit Abtauschvariante experimentiert, Schwarz kann hier Springer F6 spielen, Läufer D6, gibt super viele Züge hier. Man muss hier wirklich viel Theorie kennen letztendlich. Es ist nicht so, dass man einfach hier die Bauern tauscht im Zentrum und dann eine total ruhige Stellung hat. So einfach ist es nicht. Springer C6 ist auch ein Zug. Läufer B5 fesselt den Springer. Hier spielt Schwarz normalerweise Läufer D6. Das habe ich sehr, sehr häufig geblitzt hier mit C4 sofort und der Idee nehmen oder wenn er nimmt D5. Aber Blühbaum spielt A6 und greift den Läufer sofort an. Läufer C6, BC6. Rochade. Weiß ist besser entwickelt hier. Läufer D6. Und hier Springer E5. Sehr gut vorbereitet von Vaschiller Graf. Springer E5 ist neu an dieser Stelle und scheint ein starker Zug zu sein. Greift den Bauern C6 an. Schwarz sollte hier auf E5 nicht nehmen. DE5. Und dann hat er langfristig eine Bauernmehrheit am Königsflügel. Und kann dort losrennen. Springer E7 deckt den Bauern C6. Und jetzt kam wie aus der Pistole geschossen. Läufer G5 hier. Fesselt den Springer und droht Springer schlägt C6. Alles sehr, sehr gefährlich. Jetzt fragt ihr euch natürlich, warum geht denn bitte schön nicht F6 hier? Könnt ihr vielleicht mal selbst beantworten. Die Fragen, die ihr euch erstellt. Läufer schlägt F6. Gf6 geht nicht wegen Dame A5 und schon ist Feierabend. Hier wäre Matt König F8, Springer G6. Springer G6 ist aber auch nicht besser. HG6, Dame H8 und Schwarz kann aufgeben. Also F6 geht gar nicht. Das hatte Vaschiller Graf natürlich alles analysiert. Hier dachte jetzt Blühbaum relativ lange nach und spielte Läufer B7. Das Beste ist jetzt wohl Läufer E7 hier. Mit einer sehr schönen Pointe. Dame E7 geht nicht so gut wegen Springer, schlägt C6. Oha, mit der Idee Turm E1. Schwarz hat noch die kleine Ausrede Läufer H2, König H2, Dame H4, König G1, Läufer C6, aber nach Turm E1 muss der König nach F8 und Weiß hat hier einen Vorteil. Also Läufer E7 hier sehr, sehr stark, aber Vaschiller Graf spielte Turm E1, Rochade, Springer D3 geht zurück, spielt jetzt voll auf diese Felder hier, die schwarzen Felder, F6, Läufer E3. So, inzwischen ist das wieder okay für Schwarz. Läufer C8 gefällt mir. Möchte den schlechten Läufer hier von B7 wieder auf eine gute Diagonale führen. Springer D2, Läufer F5, Springer B3. Visiert hier das schwache Feld C5 an. Schwarz hat hier einen Doppelbau. Springer G6, Springer BC5. Alles sehr stringent. Dame C8 verbindet sich hier mit dem Läufer. Natürlich sind hier und da andere Züge auch möglich, aber das ist alles im Bereich des Normalen, deswegen gehe ich da so ein bisschen schneller drüber. F3 macht ein Rückzugsfeld hier frei, eventuell G4 später mal. A5 schiebt den A-Bauern vor, Läufer F2, Turm E8,
Dame D2 verbindet die Türme. A4. Turm E8, Dame E8. Turm E1. Dame B8. Guckt hier so nach B2 rein. Und jetzt entschied sich hier Vashiler Graf B3 zu spielen, das Ganze aufzulösen. Mit der ganz simplen Idee AB3 und hier C-Schlicht B3. Starker Zug. Und jetzt hat er hier einen Freibauern auf der A-Linie. No? Aber noch ist er auf A2. Wer weiß, wo er später landet. Turm A3. Möchte hier den A-Bauern blocken und eventuell mit Dame A8 oder Dame A7 hier den Druck erhöhen. Sehr interessanter Plan. Turm E2. Es gab hier bessere Züge. Springer B4 ist hier sehr stark, den A2 zu decken. Dame A8, auch den C6 anzugreifen. Und hier G4, Läufer C8 und dann Dame C1. Schaut hier auf den Turm, droht so ein bisschen Springer schlicht C6, ne? Ein bisschen. Oder vielleicht irgendein Abzug hier, Springer A6. Nee, Springer A6 geht nicht wegen Turm A6, aber schaut so ein bisschen zum Turm, ne? Und zum Bauern C6. Er spielt aber Turm E2, schön prophylaktisch, deckt den Bauern A2. Nochmal. Springer F8. Möchte den Springer umgruppieren und macht das Feld für den Läufer frei, falls vielleicht mal G4 kommt. Und da kommt G4. Bumm. Läufer G6 zurück. Läufer G3. So, jetzt hier ist es ganz wichtig, mit Schwarz die Füße stillzuhalten. Bloß nicht auf G3 nehmen. HG3 und dann gibt es hier Probleme mit dem Doppelbauern. Besser stehen lassen den Läufer und hoffen, dass Weiß sie vielleicht mal nimmt. Und dann kann man mit dem C-Bauern nehmen und hier den Springer vertreiben. Es ist ganz wichtig, nicht immer alles reflexartig zu schlagen. Man muss schon irgendwas dafür bekommen. Dame A7 von Schwarz macht Druck gegen A2, allerdings ist A2 gedeckt. König G2 verbessert den König, geht aus dieser Diagonale weg. Deckt auch den Läufer. Und hier hat Schwarz inzwischen schon wieder ausgeglichen. Es geht immer so ein bisschen hin und her in dieser Partie, ging es aber nicht so mit klarem Vorteil für eine der beiden Seiten. Läufer C5 ist hier sehr interessant. Springer C5 und hier super, super lustig. Läufer B1 und dann kommt Turm schlicht A2 hier. Weiß kann den Bauern nicht decken. Und auf D schlicht C5 kommt natürlich Läufer D3, Dame D3 und Turm A2. Ne? Das ist natürlich Quatsch. Aber Blühbaum spielte nicht Läufer C5, sondern Läufer D3. Mit ähnlichen Konsequenzen. Dame D3 ist Turm schlicht A2. Deswegen Springer D3. Und jetzt wird super spannend hier. Dame schlägt D4. Schwarz gewinnt einen Bauern. Aber schaut euch mal jetzt an, wohin die schwarze Dame geht. Läufer F2. Und guckt mal bitte genau hin. Wo kann die Dame hin? Die hat nur ein Feld. Und das ist hier A1. Total lustig. Hier plötzlich im weißen Lager. Einziges Feld. Wirklich einziges Feld. Aber Weiß kann die Dame nicht groß attackieren. Der Turm E1 geht natürlich nicht wegen Dame A2. Sie ist also mehr oder weniger gefangen, kann aber nicht angegriffen werden, so richtig. Dame C2 greift hier den C6 an. Und das ist eine ganz schwierige Stellung hier. Naja, die Engine sagt hier G5, Dame C6, Turm A2, Dame D5, Schach, König G7. Der König versteckt sich hier und mit einer ausgeglichenen Stellung. Aber wer spielt denn bitte schön G5 in so einer Stellung? Vor allen Dingen im Blitzen. Blühbaum spielte Turm A6. Menschlich, deckt den Bauern. Aber jetzt kommt A4. Wir sehen, er schiebt sofort den A-Bauern vor. Springer G6. Und das ist hier eine Taktikaufgabe. Für die Bücher, muss man sagen. Das ist wirklich eine coole Aufgabe hier. Weiß steht jetzt auf Gewinn hier. Wenn er zuerst Turm E8 Schach gibt und den König nach F7 lockt und jetzt zurückgeht nach E1, die Dame angreift, Dame A3, und jetzt H4 hier mit H5. Es ist wichtig, den König nach F7 zu locken. Es gibt Varianten, wo der Springer nach E5 geht. Man nimmt und dann gibt es Dame F5 Schach. Und es ist wichtig, auch dieses H5-Tempo hier zu bekommen. Den Springerangriff. Aber insbesondere den König nach F7 locken war wichtig. Das kann man natürlich schwierig sehen in einer Blitzpartie. Turm E1 sofort ist ein Unterschied. Dame A3. Und jetzt steht der König sicherer auf G8. H4. Springer E5. Hier gibt es einen guten Zug, den findet man aber nicht. Turm E3 ist hier ein bisschen verrückt. Guckt zur Dame rüber und hier hat Schwarz so ein bisschen das Problem, dass ihm die Züge ausgehen.
Wobei, was passiert auf Dame A1 hier? H5, okay. Ja, Schwarz hat keine Züge hier. Das ist ein großes Problem. Die Dame hat keine Felder. Der Turm darf nicht nach B6 wegen Turm schlägt E5 hier und Läufer B6 und dann Dame schlägt C6. Das ist ein großes Problem. In der Partie geschah aber was anderes. In der Partie geschah nicht Turm E3, Abwartezug, sondern Springer C5 und das ist ein Fehler. Schwarz muss natürlich hier nicht nehmen. Wäre auch Quatsch wegen Läufer C5 und die Dame ist weg. Turm B6, stark gesehen. Schaut auf den B3. Jetzt Läufer C5 eine Idee und dann schlagen auf B3. F4 von Weiß. Jetzt verliert Wachila Graf komplett die Kontrolle hier. F4 greift den Springer an. Allerdings war die Stellung hier schon schwierig. Man hätte G5 wahrscheinlich spielen müssen hier. Oder H5. F4. Aber ein fieser Trick von Wachila Graf. Ganz, ganz fieser Trick. Springer schlägt G4 ist ein Fehler wegen Turm E8, König F7 und hier Dame F5. Starker Zug greift den G4 an und droht Dame D7 hier auch. Oder Dame E6. König E8 geht nicht wegen Dame D7, König F8, Springer E6, zack, zack und matt. Aber Blüber mit wenig Zeit fand hier die Widerlegung. Springer G6 greift den Bauern an, ein zweites Mal. So, jetzt ist Turm E8 nicht mehr gefährlich, wegen König F7. Hier können wir mal kurz gucken. Turm E8, König F7. Ja, Dame F5. Bringt hier nichts wegen Springer F4 Schach. Und das Feld E6 ist gedeckt. Es gibt keinen Springer E6 am Ende. Ne? Und Turm schlägt B3. Ganz andere Stellung. Beispielte Springer E6. Deckt hier den F4. Ja, was hätte er sonst machen können? G5. Naja, gut. Hier spielt niemand G5 in der Stellung. Springer E6. Und jetzt natürlich. Also jetzt hängt der Turm hier, Vorsicht. Turm Dame schlägt B3, tauscht die Damen. Schlagen, schlagen. Und ja, wie kreiert hier der Blitzweltmeister, der ehemalige Blitzweltmeister, noch Gegenspiel? Ich meine, er sieht total verloren aus für Weiß. Er hat zwei Bauern weniger. Der F4 ist auch angegriffen hier, doppelt. Aber wo ist der Trumpf für Weiß? Wo ist der Trumpf? Hier, A4. Das ist der Trumpf. Das ist ein fetter Freibauer und den unterstützen wir erstmal. Bitte nicht sofort A5 ziehen, so voreilig, denn dann kommt Turm A3, dann ist er weg. Ganz einfache Technik: Turm A1 hinter den Bauern stellen mit dem Turm und ihn unterstützen, ja, so dass Schwarz nicht Turm A3 spielen kann. Klassische Technik. Nichtsdestotrotz, Schwarz steht eigentlich auf Gewinn hier. Aus irgendeinem Grund nahm Blüber jetzt nicht auf F4 raus. Springer F4, la la la. Nimm, nimm, A5 und hier Läufer E5, Angriff auf den Turm, Turm A2 und jetzt König F7, A6, Turm B8, A7, Turm A8 und ich komme rechtzeitig hier. Problem, ich habe kein Turm B2, Turm B8 hier. Turm A6, König E7, schlagen auf C6, König D7 und der König kommt rechtzeitig. Und weil Schwarz steht hier auf Gewinn nach einigen weiteren genauen Zügen. D4 gibt es auch noch, um den Läufer hier zu unterbrechen. Schwarz sollte gewinnen. Summa summarum, Schwarz hätte hier auf F4 nehmen können, hat er aber nicht. Er spielte König F7, greift hier den Springer an, aber jetzt kommt F5. Springer F5, Springer E5, A5 und hier verschmäht Blüber mehrere Züge hintereinander diesen Bauern G4. Springer G4 gewinnt hier. A5, Turm B8, A7, Turm A8. Jetzt droht Springer schlicht F2. Der Läufer muss ja den A7 decken. Ich habe mir hier kurz. Na, Turm B1 kommt, Springer F2. Ja. Ja, gut, hier gibt es noch ein paar Dönekes. Diese Stellung. Läufer und drei Bauern gegen Turm. Der F5 wird wahrscheinlich auch nicht lange überleben. Das ist gewonnen. Wobei ich sagen muss, was ist mit Turm F8 hier? Turm G8. Springer E3, Springer F5. Habe ich doch selbst gerade gezeigt. Keine einfache Variante, aber gewonnen. Ich bin mir sicher, dass das natürlich nicht berechnet wurde, sondern es ist natürlich so ein bisschen auch alles aus dem Gefühl heraus hier gespielt. Turm B8 sofort zurück. A6. Turm A8. Immer noch Springer schlicht G4 mit den gleichen Ideen. Turm A8. A7. Ihr seht es, wie Maxim Vachela Graf hier spielt. Ne? Er setzt alles auf diesen A-Bauern, schiebt ihn vor bis nach A7 und jetzt droht natürlich Turm B1, Turm B8 hier so langsam.
Springer schlicht G4 ist allerdings immer noch ein starker Zug mit der Idee, hier zu schlagen und dann hier zu schlagen, wenn der Turm weggeht. Die Variante hatten wir gerade. Aber er macht es nicht. Er spielt hier Springer D3. Na, er wollte wahrscheinlich noch das C5 ermöglichen. Läufer G3, sehr spannend. Möchte auf D6 nehmen und dann Springer schlicht C7. Deswegen muss der Springer wieder zurück. Läufer F2 wieder zurück, deckt den Bauern. Und jetzt, hier kann ich es verraten, Blüber musste unbedingt gewinnen, denn er hatte die erste Partie verloren. Und Springer schlicht G4 ist immer noch stark, aber er macht es nicht. Er spielt hier G6. Und das funktioniert nicht, das ist zu langsam. Jetzt kommt Turm B1, es droht Turm B8. Das Einzige, was dagegen hilft, ist C5, den Läufer zu unterbrechen hier. Und super stark, wie Vashila Graf das spielt, Turm B7. Deckt den Bauern und droht sowas wie Springer schlicht C7 eventuell. Und Ironie des Schicksals, jetzt nimmt er auf G4. Und jetzt verliert es aber. Total lustig, irgendwie. G schlicht F5 wäre noch gegangen zum Remis. Springer C7, Läufer C7, Turm C7, König G6 hier. Schlagen, schlagen, Läufer C5, aber hier H6 reicht. Turm B7 mit der Idee Turm B8, aber hier gibt es Springer C6. Ne? Turm C7, Springer E5 und beide Seiten müssen im Prinzip die Züge wiederholen. Gehen wir zurück zur Partie. Schwarz spielt jetzt Springer schlicht G4, aber jetzt ist es falsch. Springer C7, Läufer C7 und hier ganz stark jetzt, ne, nicht ganz stark, Turm schlicht C7, Schach einfach. König muss leider auf die Grundreihe und jetzt Läufer C5. Jetzt ist der A7 gedeckt und ihr könnt euch vorstellen, wie Weiß jetzt gewinnt. Turm B7, Turm B8 und dann ist hier Feierabend. Schwarz zog noch Schlagen auf E5, Turm B7 und hier gab er auf, wegen Turm B8. Ne? Sehr, sehr spannende Partie, die auch sehr lehrreich ist. Auch insbesondere zu sehen, wie so ein starker Spieler wie Vashila Graf so eine Stellung behandelt. Zwei Bauern weniger, aber dann den A-Bauern voll gepusht, ne? Und dann auch ein bisschen glücklich natürlich durchgebracht, weil Schwarz immer wieder Springer schlicht G4 nicht gespielt hat und dadurch ist er weiter. Wir schauen mal kurz auf die Ergebnisse beim World Chess Armageddon. Gestern hatte ich ja gesagt, Keimer gewinnt gegen Donchenko, Duda gewann gegen Adams. Das heißt, Duda gegen Keimer spielen im Halbfinale gegeneinander. Im oberen Teil des Turnierbaums ist doppelter K.O.-Modus. Keimer spielt am Donnerstag wieder. Rapport gewann im Armageddon gegen Van Forest. Das war bisher auch das einzige Armageddon. Trifft auf Vashila Graf im Halbfinale. Im unteren Turnierbaum geht es weiter mit Blühbaum und Donchenko. Da haben sie die Möglichkeit, sich wieder nach oben zu spielen. Ich werde das natürlich weiter verfolgen. Hinterlasst gerne einen Kommentar, bleibt mir gewogen. Ich hoffe, ihr habt was gelernt. Macht's gut.